Moin hier draußen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Sekiro Shadows Die Twice. Und wir begeben uns mal jetzt nach oben und ich sollte mal anfangen, beziehungsweise aufhören, so scheiße zu reden. Wo kommen... Okay. Sind wir echt unsichtbar für die? Das wäre echt cool. Ich will nur wissen, wie weit die gehen. Hey Joe, hast du mein Lunchpaket dabei? Nein. Das war Fail. Holy fuck. Okay. Oh oh. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber egal. Die sieht man immer so scheiße. Was? Lol. Willst du mich verarschen? Was? Also jetzt sehe ich ihn. Was zum Fick? Das muss mal schnell genommen werden. Ich warte jetzt ganz kurz, bis der da weg ist. Eventuell komme ich dann schnell mal hier hoch und kann ihn da oben erledigen. Das wäre super. Okay, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Da oben steht einer, hier unten war einer. Das sind sogar zwei. Wir chillen erstmal eine Runde, ne? Mein Lieber, wir chillen erstmal eine Runde. Es ist schön, dass ihr so nahe kommt. Wenn du dich umdrehst, geht das schneller. Da steht er. Okay, jetzt haben wir also die Ecke hier fertig.
Ach komm. Das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade hinter ihn springen. Und das war jetzt sehr glücklich. Das war richtig glücklich. Ach komm, Digga. Was ist denn hier los? Ich komme hier hoch. Geil. Alles jetzt nur der. Was haben wir hier? Kügelchen? Öl, reines Öl. Ja, das ist ja, achso, das mit dem. Das hatten wir schon mal. Genau, brauche ich das gar nicht vorlesen. Was ist das denn für einer? Ich will mich irgendwie entlanghangeln oder sowas. Also wird die Scheiße schlecht funktionieren, gehe ich mal von aus. Oh nein, da kommt auch noch so eine Pestbeule. Ah komm, warten wir mal eben. Hat der den Oger geholt, da der da steht, oder was? Hat ja gar keine Lust drauf auf den. Darf ja mal, ne? Danke. So, jetzt, ja. Ah. Was ist los, Digga? Warte mal, wenn ich hier stehe, läuft er rüber. Kann ich ganz schnell hinter denen kommen? Ich guck mich gerade hier mal so um und sieht ohne Scheiß. Komm ich da hoch? Holy fuck! Oh, jetzt sitze ich hier wieder fest. Mit so einem hässlichen Oger im Gesicht, weißt du? Ah. Warte, was passiert, wenn wir weiterlaufen? Hallo? Oh. Ja, ich würde sagen, das ist der Boss. Lol, was ist das denn? Warte, ich komme hier auf das Dach. Ja, komm, häng dich mal runter. Warte mal. Hängen. Loslassen. So. Was ist das? Ho, ho, ho. Ui. Wo komme ich denn hier hin? Ein Tempel?
Buddha-Statue. Okay. Hier komme ich jetzt nirgendwo weiter, also ich muss jetzt theoretisch hier runter. Das machen wir mal. Krass. Ich gehe mal hier runter, erstmal gucken, was jetzt hier abgeht. Also schon verstecktes Örtchen, würde ich mal sagen. Fuck. Nein! Gerade noch ein Kügelchen geschluckt. Ich stehe natürlich auf, kein Thema. Jetzt habe ich ihn anvisiert. Okay, un momento, ich brauche mal ganz kurz Inventar, eine Kürbisflasche auf jeden. Alter, diese scheiß Branddinger, wa? Holy fuck! Die sollen den scheiß Tempel in Ruhe lassen. Tempel ist ein heiliger Ort. Alter, was ein Hund. Was ist das für eine Ecke hier? Wandsprung. Ah, wir brauchen also nur alles klar. Öl. Eine Buddha-Statue. Ich kotze. Wie geil. Also ich nenne die Dinger immer Buddha-Statue. Alter, wir sind kurz davor, oder wie? Uns fehlen 6 Punkte, Leute. 6 fucking Punkte. Alter, die möchte ich jetzt aber bekommen hier. Ich weiß jedoch nicht, wo ich genau bin. Ich kann das Ganze hier nicht zuordnen. Also ich weiß im Groben schon, wo ich bin. Aber, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich kann irgendwie durch. Okay, weiß ich Bescheid. Das war scheiße. Das war richtig kacke. Nein. Ah. Bitter. Sehr, sehr bitter. Ich komme ja auch in der Land nicht auf Häuser sicher drauf. Das ist echt. Oh
Ja, genau. Alter, was? Ah. Großes Anwesen. Ohne Scheiß. Wäre ich reich, boah, wäre ich richtig reich, würde ich mir auch sowas hier anschaffen. Da würde ich mir sowas anschaffen, einfach richtig geiler Garten. So für wichtige Persönlichkeiten und sowas, wisst ihr? Alter, geh doch endlich. Geh doch endlich drauf, Alter. So. Ich brauch eine Kürbisflasche. Boah, ich hasse die mit dieser Axt. Boah, ich hasse die einfach. Diese Pisser. Ich will gucken, ob ich vielleicht irgendwo noch eine Buddha-Statue ist. Vielleicht da irgendwie da hinten oder sowas. Das wäre richtig geil. Genau, haut ruhig ab. Haut ruhig ab, Leute. Haut ruhig ab. Ich ergebe jetzt nichts zu sehen. Ich sag mal so, die mit den Fackeln, ja gut. Bogen, naja, auch nicht so sonderlich schwer. Ja. Können die sich jetzt umdrehen? Wäre super. Weil der eine ist gerade noch relativ nah, dann könnte ich den mal eben nur erwischen. Oh, da, ups, das war falsche Taste. Da, der hat mich im Visier. Es ist ein krasser Tempel. Es ist ein richtig krasser Tempel. Also Bogenschützen kein Thema. Die mit der Fackel sind, die kriegen echt. Die merken das frühzeitig. Ich weiß nicht, sehen die besser durch die Fackel oder so? Ich überlege gerade, komme ich irgendwie an einen von den beiden ran? Ich check's einfach mal aus, komm. Ja, ich kam an beide ran. Ganz gut. So, ich gehe mal da hoch. Gucken wir mal, ob wir von hier irgendwas anderes noch sehen. Schließlich müssen wir uns ja irgendwo verdeckt halten. Oh. Oh. Da unten sind ja noch welche. Ups. Oh, mir soll's egal sein. Hier ist jetzt keine Sau mehr, ne? Genau, hier ist keiner. Also, ich liebe solche Anwesen. Ich liebe solche Anwesen einfach. Die müssen auch jetzt nicht so krass groß sein oder sowas. Es reicht einfach nur aus Anwesen. お主、この基地によくぞ参じたの。はぐれ忍びも捨てたものではないわ。わしは若様を
Kuro-sama-o-sukwa-ne-ba-na-ra-so-se-ne-ba-ishin-sama-ni-moshi-wake-ga-tata-nu-wa-tomu-ni-ma-ire! Okay. Ist klar. Das wollte ich nicht. Das wollte ich einfach nicht. Holy fuck, Digga. Piss dich mal. Ich lock den mal weg. Auch wenn ich nicht weiß, dass ich glaube, dass das gut geht, aber egal. Kann ich hier rein? Ich kann nicht angreifen! Ich kann ihn nicht angreifen! Das gibt's doch nicht. Ich wollte gar nicht, ich wollte noch nicht so einen fetten Kampf. Ich wollte erstmal auskundschaften, damit wir uns auf einen großen Kampf vorbereiten können. Manno. Zum Kotzen ist die Scheiße hier. Kann ich die ganze Kacke nämlich nochmal machen. Jetzt kann ich die Scheiße nochmal machen. Was ist eine Wichse? Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo die alle sitzen. Oder wer wo sitzt. Ich würde sagen, dann machen wir mal ganz kurz Fähigkeitspunkte voll. Endlich. Erstmal den hier. Der ist einfacher. Sehen für mich gefühlt schon aus wie irgendwelche Zombies. Wow. Hallo? Wie Zombies. Also vom Gefühl her sehen die mittlerweile aus wie Zombies für mich. Knochiges Gesicht, ziemlich wackelig gebaut. Man könnte denken, ich wäre eine Statue. Also, von mir aus können die ruhig gehen. Alter, das ist... Der Typ ist einfach... Die mit der Axt sind einfach scheiße. Die sind richtig kacke, die Viecher. So, mal eben ganz kurz eine heilende Kürbisflasche futtern hier. Trinken. Nicht futtern, trinken. Ja, komm, so ein Kügelchen nehme ich auch gleich mal nochmal. Da sitzt der. Tatsache. Weißt du was, den lassen wir mal ganz kurz. Komm, den lassen wir mal ganz kurz. Wie sieht's mit dem... 69 ist gar nicht schlecht. Also kriegen wir das eigentlich voll. Wenn der mal abhauen würde hier.
Hä? Du sollst den da anvisieren. Lol. Hab ich den jetzt... Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Da drin waren auch noch welche. Okay, ich sehe jetzt starten und ich gehe einfach zu mal hin. Will mal gucken. Hallo? Löschpuder. Das haben wir bis heute nicht einmal verwendet, das Löschpuder. Puffer. Das Löschpuder. Wer kennt's nicht? Das Anwesen ist echt riesig, richtig gigantisch. Alter, was eine Schlacht hier. Göttliches Konfetti. Konfetti? Okay, Konfetti mit göttlichem Segen zur Verbannung von Erscheinungen. Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urquellwasser hergestellt, wie die Götter die Wasser segnen. So segnet auch das Konfetti all jene, die es berührt. Somit ist es möglich, Gegner vom Typ Erscheinung anzugreifen. Alles klar, ich rechne gerade mit ultra harten Gegnern. Und zwar so mit richtig ultra harten Gegnern, die wir erst dann angreifen können, wenn wir dieses scheiß Puder auf die gestreut haben. Okay, hier ist, unten war jetzt keiner mehr. Schade. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz durch das Gebäude durch. Also wir reden jetzt nicht mit ihm. Das nehmen wir auch mal eben auf. Haben wir es nämlich auch schon. Keramiksplitter. Die könnten wir eigentlich auch mal benutzen. Ah, egal. Beziehungsweise ich gehe mal ganz kurz hier außen rum. Okay. Wow. Was zum... Alter! Was haben wir es jetzt geschafft? Haben wir es? Jawohl, wir haben jetzt 2 Punkte schon mal. Kann ich hier nicht irgendwie hoch oder sowas? Dann wir gehen mal hier durch. Wenn wir natürlich erstmal das Ausmaß ansehen, kann ich nicht hier auf so ein Dach drauf? Das wäre echt hilfreich. Was eine beschauliche Ecke. Okay, da kommen wir nicht durch. Theoretisch ist das jetzt eigentlich nur so, ja, kannst du mal gucken gehen oder sowas. Nee, wir kommen... Wäre auch zu schön gewesen. Da will ich jetzt nicht durchspringen. Ich bin kurz vor Tod. Dass wir da auf das Dach nicht drauf kommen. Boah, das ist so eine geile Möglichkeit anzugreifen von hier. Die kann ich nicht anvisieren?
Okay. Komm, das sammle ich mal eben mit ein. Leichter Geld. Okay. Aber ein richtig krasses Anwesen. Okay, wir haben jetzt hier einen Fackeltypen. Einen mit Schwert, einen mit Bogen, zwei Schilder, noch einer da hinten Fackel. Und den großen, unseren kleinen Sumo-Ringer. So. Das wird uns auf jeden Fall in der nächsten Folge erwarten. Was ich übrigens eigentlich vorhatte, bevor ich halt hier so in das Anwesen, so zum Anwesen gekommen bin, ich wollte eigentlich, dass wir, das könnte ich eigentlich auch mal machen, wir sind ja, von wo sind wir, wenn man nicht da nicht, sind von hier gekommen. Wir könnten theoretisch uns heilen hier runter und dann erstmal diesen dicken, fetten Ogre da wegkloppen. Das wäre so eine Sache, die man machen könnte. Erstmal heilen hier. Gebetsfällen, dann haben wir nämlich alle Gebetsfälle mehr. Alle Körpermerkmale verbessern, du hast nicht die benötigten vier Gebetsfällen, genau, das war ja das mit den Gebetsfällen. Fähigkeiten erwerben. Wir haben zwei Punkte. Wir könnten das jetzt machen. Übersprung. Ich überlege gerade darauf zu sparen. Es wäre jetzt nämlich nur noch ein einziger. Oder ich nehme das hier, dann haben wir halt die komplette Reihe schon voll. Aber Geistembleme, ja gut. Was haben wir denn als nächstes hier? Warte mal, wir haben ja immer Hauch des Lebenslicht. Gewährt die latente Fähigkeit Hauch des Lebenslicht. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Vitalität wieder her. Todesschläge geben Shino. Alter, das ist. Das braucht 5 Punkte. Das ist richtig geil. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag wieder Vitalität wieder her. Todesschläge geben Shinobi die Gelegenheit durchzuatmen. Ein Shinobi kann Körper und Geist durch Atmung sogar beim Töten beruhigen. So kann er mehr Feinde töten. Endgeil. Das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Okay, wir gehen erstmal hier drauf. Was ist das hier? Körper, das ist Geist. Achso, Geistemblem, okay. Also wir nehmen jetzt erstmal das hier und werden dann hier drauf sparen, auf 5. Das ist ultra, das ist richtig krank. Weil wir kriegen halt jedes Mal wieder ein bisschen Vitalität zurück, wenn wir einen Feind töten. Und da wir ja nicht gerade wenig töten, vor allem wenn wir jetzt beispielsweise hier wieder durchstarten, dann haben wir mal eben, wie viele Feinde haben wir denn da? Ja, genug. Also wir könnten theoretisch, könnten wir jetzt hier ein bisschen farmen gehen. Was ich aber nicht machen werde. Indem wir jetzt eigentlich hier durchrennen, einmal kurz die Feinde erledigen. Wieder hier hinrennen, einmal rasten, wieder dahin rennen, weil die Gegner spawnen ja neu. Das wäre eine Methode, aber das machen wir nicht. Und damit das dieses Schimmern hier ganz gut gefällt, machen wir das mal jetzt zum Abschied. Mit der Bildhauerfigur. Und ich sage, bis zur nächsten Folge, macht es gut und das wird nächste Folge richtig, richtig krass. Mit diesem fetten Typen, der da ist. Alter. Krank. Oder ich gehe zurück. Das mache ich, glaube ich, eher. Ich gehe zurück und hole mir dann da die, den dicken Ogre, der da war. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis dahin, Mann. Bis dahin, macht es gut, Leute. Und ich würde sagen, ich sage dann ciao. Bis dann. Tschüss.